Guten Morgen. Ach so, wegen dem Good Morning Event da gerade? Ja. Ja. Ich habe es so ganz leise gehört. Nur, also ich sollte vielleicht auch mal hier aktualisieren, damit ich was wollte ich sagen? So, damit der Stream nicht verzögert ist oder so. Genau. Anweisung bekommen, als wenn man ein Blinder im Minenfeld ist, man das beim Akt nicht immer als Mann. So, ja, scheint es jetzt loszugehen. Achso. Hey, das umstrittenste Resident Evil aller Zeiten. Ich kenne ja deine Gedanken dazu. Können wir aber gleich mal drauf eingehen, wenn der Run dann losgeht. Wir haben ja 1,5 Stunden jetzt vor uns. 1,5 Stunden wenig Hose. Freut ihr euch? Darf ich die Frage auch beantworten? Nein. Okay. Und das sieht jetzt, ich muss mal kurz gucken, ist das Race oder Co-op? Steht hier nirgendwo, ne? Stand auch im Schedule nicht drin, ne? Co-op. Ach doch, stand, ja, doch, stand ja, da. Stimmt, das steht ja da. Okay. Wir haben das Jake und Sherry Szenario. Genau. Da treffen wir auf Usternack. Usternack. Ja, Resident Evil 6, eines der umstrittensten Resident Evils, wie ich gerade schon gesagt habe, weil es einfach mal komplett anders war. Capcom hat sich einfach mal gewagt, in eine andere Richtung zu gehen, kam bei den meisten nicht so gut an. Ich persönlich bin aber mit der Meinung, dass es im Game, im Co-op echt Spaß macht, das Spiel. Klar ist es anders, klar ist es sehr, sehr actionlastig, es ist linear und, aber es macht trotzdem sehr, sehr viel Spaß, wenn man es mit Freunden zusammenspielt. Man muss nur dieses DLC-Freunde haben. Singleplayer, ich weiß jetzt gar nicht, wie gut die KI hier ist. Wir hatten das bei Resident Evil 5. Also zumindest besser als in 5. Ja, okay, gut. Das ist schon mal eine Steigerung. Nee, das war nämlich auch ein Thema bei unserem Resident Evil 5 Commentary jetzt vorgestern, glaube ich. Da ist die KI ja katastrophal gewesen. Aber für einen Run war sowieso auch ein Co-op-Run, also da hat es dann keine Rolle gespielt. Und hier genauso. Ja, Charaktere hattest du ja eben schon mal kurz angesprochen. Willst du ein bisschen näher darauf eingehen, wen wir hier vor uns haben? Weißt du es denn noch? Ja. Das okay, krieg ich noch hin. Es ist einmal Jake Wesker. Ja, es ist der Sohn von Wesker aus seinem biologischen Projekt, genauso wie Wesker selbst. Und Sherry Birkin, die Tochter von William Birkin aus Resident Evil 2. Genau. Also das kleine Mädchen aus Teil 2. Genau, die ist hier schon ein bisschen älter. Ja. Und erfüllt hier die einige Männerträume schon. Das ist auch so ein Kritikpunkt immer gewesen, dass Sherry so dargestellt wird, aber meine Fresse, man muss nicht immer alles gleich irgendwie, naja, egal. Genau. Es ist auf jeden Fall, Sherry ist unterwegs für ihre Organisation, wo ich gar nicht mehr war, BSAA arbeitet sie, glaube ich, auch. Mhm. Und ja, sucht halt Jake. Im Laufe der Zeit finden Jake und Sherry heraus, dass sie halt sehr viel gemeinsam haben, ist halt ein bisschen klischeehaft aufgebaut, die Story, aber tatsächlich nicht schlecht. Resident Evil 6 im Allgemeinen, muss man sagen, ist halt von der Story so aufgebaut, dass man 4 verschiedene Szenarien hat. Einmal das von Helen und Leon, von Chris und Pierce, von Jake und Sherry und von Ada Wong, plus, wenn man es im Koop spielt, eines UBSS-Soldaten. Und tatsächlich, wie gesagt, im Multiplayer macht dieses Spiel echt enorm Laune, weil man sich wirklich sehr viel unterstützen muss und auch jeder Charakter seine eigenen Quicktime-Events etc. hat. Ansonsten spielt es sehr wie Resident Evil 5. Die Story ist halt in dem Sinne auch so aufgebaut, dass man halt die verschiedenen Szenarien spielt mit den Charakteren und hin und wieder kreuzen die sich auch mal. Da lebt man dann halt mal einen Story-Abschnitt aus der Sicht eines anderen Duos. Übrigens, ja, da. Das war offensichtlich zurück. Der Daily Disconnect. Irgendwie ja, hat man TS... hat nichts gehört. Achso, okay. Nee, aber das, da hat mein TS irgendwie immer Probleme mit dem Daily Disconnect. Alles andere verbindet sich sofort, aber TS muss ich dann immer einmal neu starten. Naja, egal. Hauptsache, ich bin wieder da. Nein. Ich weiß jetzt nicht, worüber du geredet hattest in der Zeit. Pikmin. Ah, Pikmin, okay. Gut, auch ein schönes Spiel.
oder auch eine schöne Reihe. Nein, fange ich jetzt nicht mit an. Ich habe keine Ahnung, Pikmin nie gespielt. Nee? Oh. Spiel mal zumindest Teil 1. Ja, kann, soll gut sein, habe ich schon viel gehört, aber mich hat es bis jetzt nie angesprochen. Okay, also ich kann es empfehlen. Wir hatten ja vorhin schon mal über das actionreiche Gameplay geredet. Hier sieht man es gerade par excellence, also zumindest auf der rechten Seite. Sherry, die stand ja jetzt schon am Zielort und hat gewartet. Jake ist halt nicht der Schnellste. Man muss dazu sagen, auch, dass es bei Jake und Sherry tatsächlich sogar auch einen Lore-Grund hat, dass die so ein bisschen krasser sind. Dazu kommen wir dann aber auch noch ein bisschen später. Mhm. Wenn wir dann zu Venys Lieblingsoutfits kommen. Ich überleg gerade, was du meinen könntest. Wirst du das sehen. Da haben wir übrigens Gusternack. Der ist ein Gegner, der in jedem Szenario einmal vorkommt wenigstens oder man ihn wenigstens kurz sieht. In manchen muss man ihn bekämpfen, in manchen nur vor ihm weglaufen. Und hier mit Sherry und Birken, mit Sherry und Jake bekämpft man ihn letztendlich dann auch endgültig. Mhm. Also jedes Szenario hat auch seine eigenen Endgegner. Genau. Und bei den beiden ist es halt Ustermack. War das ja von schon mal, das war glaube ich während meines Daily Disconnects, wo du angefangen hattest. Du hast ja darüber geredet, dass sich die Szenarien überschneiden. Genau, die kreuzen sich teilweise. Okay. Genau. Ich überlege auch gerade, welche Charaktere hatten wir in den anderen Szenarien? Also Chris und... Wir haben am Anfang gleich ein erstes Szenario sind Leon Scott Kennedy und Helen. Helen ist auch eine Agentin vom Secret Service, arbeitet mit Leon zusammen. Man erlebt da die Story der Schwester um Helen. Und ich weiß gerade nicht mehr, wie dieser komische Endboss hieß. Dieser Blonde, auf jeden Fall, der später mutiert, den man dann so ein bisschen aufspießt und dann ein großes Insekt wird, sozusagen. Und dann haben wir Pierce und Chris Redfield. Chris Redfield in hier schon erstmalig mal gezeigt, wie fertig der eigentlich im Kopf ist. Mhm. Was sehr interessant ist, vor allem, weil es durch die Story nicht besser wird. Ist wirklich, also mit Chris fühlt man wirklich so ein bisschen mit ab den Teil, finde ich zumindest. Dann haben wir Jake und Sherry, da kommen wir noch auf genaueres dazu, auf ein. Und wir haben halt am Schluss Ada Wong, die ihren eigenen Klon jagt. Spielt man im Koop mit Ada Wong, dann hat man dazu einen UBSS-Soldaten noch mit dabei, der namenlos ist und für die Story irrelevant. Mhm. Okay. Also das Ada-Szenario ist tatsächlich mehr Singleplayer. Mhm. Aber man kann es Koop spielen, wenn man es möchte. Das ist auch sehr gut. Ja, eben. Ja, halt blöd, wenn man im Koop-Modus dann 3 von 4 Szenarien spielen könnte. Genau. Im Grunde ist die Grundstory so, dass man in diesem Resident Evil gegen The Organization kämpft. Die ist allerdings noch nicht genauer definiert. Es ist auch nur fraglich, ob Capcom die überhaupt noch mal groß aufgreift oder nicht. Die Organisation besteht wohl aus, soweit es bekannt ist, aus 6 oder 7 großen Familien der Welt. Mhm. Eine davon ist mit die Spencer-Familie. Hier haben wir übrigens den Resident Evil 6 Elgigante quasi. Genau. Und da sehen wir auch links bei Sherry sehen wir gerade Chris und Pierce. Das ist einer der Punkte, wo sich das überschneidet. Im Chris und Pierce-Teil müssen wir halt mit denen die bekämpfen und in Jerry und Shake müssen wir es halt mit denen machen. Es ist tatsächlich aber derselbe Kampf, nur mit anderen Charakteren und andere Dialoge dadurch. Mhm. Weil man halt die Dialoge unter den Charakteren dann mitbekommt. Genau. Abstergo, fast. Ich überlege gerade, vor diesem Kampf, worüber hatten wir da? Ach so, über die Organization. Genau. Ja, also, aber sie ist halt noch nicht mehr bekannt. Genau, aber du hast ja eben schon mal die Spencer-Familie erwähnt, die da mit drin ist. Drin sein soll. Oder drin sein soll, ja. Das ist noch nicht bestätigt. Genau. Ja, und das sind ja die, die halt auch das Spencer-Anwesen zum Beispiel gebaut haben. Oder denen das zumindest gehört. Ich weiß gar nicht, ob die Familie das auch selber gebaut hat. Du sprichst da gerade einen witzigen Punkt an, weil gestern lag ich habe dir gesagt, warum ich momentan etwas länger wach liege. Mhm. Und ich habe mir dann so meine Gedanken über den Run gemacht. Und da kam ich auch irgendwie auf diesen Gedanken, das Spencer-Anwesen ist ja echt groß und hat viele, viele versteckte Mechaniken und einen geheimen Untergrundkeller. Mhm. Wie gibt man so einen Bau in Auftrag? Sagst du einer Baufirma, hier baut das mal, aber pssst, nicht sagen? Es gab,
Ja, ich meine, da sind doch hunderte von Menschen daran beteiligt. Gab in der Geschichte schon mehrere solcher Sachen, wo dann halt die Bauarbeiter alle getötet worden sind. Und das traue ich den Spencers tatsächlich zu. Ich traue es denen auch zu, aber das wäre ja auch irgendwie wieder aufgefallen oder so, wenn auf einmal eine ganze Baufirma fehlt. Ich meine, gut, Umbrella hat die Polizei und Raccoon City ja unter Kontrolle gehabt. Und die Abnahme, die wird nicht schwer gewesen sein. Da wird einfach irgendjemand seine Unterschrift gegeben haben, ohne es zu prüfen und gut ist. Aber so ein Verschwinden wäre doch irgendwo doch, vor allem, das wäre doch irgendwo mal thematisiert worden wenigstens. Ja, eventuell. Also, nur wenn man dann, also die normale Vorgehensweise bei solchen Leuten war ja für gewöhnlich dann mal, keine Ahnung, irgendwelche ausländischen Arbeiter da reinzuholen. Also Bauarbeiter, die dann halt in ihrem Heimatland vielleicht vermisst werden, aber ja, da kann man halt viel vertuschen dann im Ausland. Der einzige Gedanke, mit dem ich mich wirklich anfreunden konnte, war der Gedanke, dass man vielleicht vorgab, da andere Forschung zu machen, keine Ahnung, Thermoforschung oder so in den Bergen oder so, dass man deswegen da diesen Aquaring gebaut hat und was nicht alles. Und vieles ist ja dann auch erst später entstanden, dass da halt zum Beispiel Pflanze 42 sich so ausgebreitet hat und so, das war ja vorher gar nicht. Genau. Aber trotzdem, es war so ein Gedanke, den ich irgendwie hatte. Ja, ich meine, es ist ja tatsächlich auch ein guter Gedanke. Jetzt frage ich mich übrigens mal bei dem Batcave von Batman. Ja, das ist ja ähnlich. Also das hat wahrscheinlich Alfred gebaut. Genau. Die arme Sau. Ich meine, in den Nolan-Filmen wird es ja so ein bisschen erklärt, aber auch vorher war es halt immer ein bisschen seltsam. Irgendeiner muss das Ding doch gebaut haben. Aber ja, gut. Wobei bei Batman gibt es halt einen wirklichen Grund, was man sagen kann, es ist Batman. Ja, Punkt. Gut. Aber es ist tatsächlich immer eine gute Frage, sowas. So, hier haben wir jetzt gerade übrigens einfach nur so eine kleine Action-Sequenz, das werden wir öfter sagen können. Ja, wir haben einige Arena-Kämpfe tatsächlich. Aber ich muss auch dazu sagen, dass es ein paar Arena-Kämpfe gibt, die sehr kreativ umgesetzt sind. Zwar auch nicht das Rad neu erfunden, aber gut umgesetzt, das muss man wirklich sagen. Vielleicht sind es ja auch Umbrella-Mitarbeiter, die können ja verschiedene Bereiche haben, Wissenschaft, Ingenieur und so weiter. Ist auch richtig, kann auch mit sein, aber wie wir ja herausgefunden haben, ja auch nicht jeder Umbrella-Mitarbeiter wusste ja auch Bescheid, was Phase ist. Und das ist ja nicht so, dass die jetzt, ja, beim Bewerbungsgespräch oder so sitzt er nicht bei Wesker am Tisch und sagst, ja, was können sie eigentlich? Oh, BOW ist meine Spezialität, die sind eingestellt. Also kann ich mir schwer vorstellen. Halten Sie es moralisch für vertretbar, eine todbringende Seuche auf die Menschheit zuzulassen? Ne, das war ja nicht mal Ziel, das war ja nicht Plan. Das ist ja, gut, tatsächlich ein Unfall. Das im Gegenteil, das ist ja sogar sehr kontraproduktiv für Umbrella, wenn das so freigesetzt wird. Die wollten das ja gezielt verkaufen. Ja gut, das stimmt. So, hier rennen wir jetzt erstmal wieder durch. Also wir wollen natürlich generell versuchen, so normale Kämpfe zu vermeiden, also sprich an Gegnern einfach vorbeibrennen. Ja, nur die Bosskämpfe sind dann kampftechnisch zumindest interessant. Also fast nur. Entschuldigung, gerade vom Mond gelesen. Ja, wir brauchen wirklich einen neuen Termin. Ich habe von Shax letztens einen Screenshot bekommen aus Ark. Da hat er ein Dino tatsächlich Tim Duncan genannt. Oh, wie lieb von ihm. Ja, der war tot, nein. Aber das hat Erinnerungen geweckt. Ja, es gab schon lustige Zeiten, die wir damals hatten. Oh ja. Ich muss sagen, was solche Survival-Dinge angeht, bin ich momentan so bei Seven Days oder Conan Exiles hängen geblieben. Ah, okay. Conan Exiles macht so Laune einfach. Da habe ich damals ein paar Artikel zugeschrieben, aber selber habe ich es nie gespielt. Ach, kann ich dir nur empfehlen. Also wenn du Ark magst, ist Conan Exiles echt auch was für dich. Mhm. Ist an sich dasselbe Spiel, nur anderes Setting. Aber wirklich ja, sonst gleich. So, wir kommen zum zweiten Part des Kampfes. Wie man sieht, auch hier wieder sehr viel Arena-Shooter. Man muss den Riesen in eine Elektrofalle locken, damit Jake hinten drauf springen kann und ja, diesen
dieses Kontrollieren, wie nennt man das nochmal, diese Fernsteuerung, diese Antenne, ich komme gerade nicht auf den Namen. Kontrollmodul, sagen wir ja, einfach. Genau, Kontrollmodul herausziehen kann. Dadurch verliert das Viech ordentlich an Stärke, an Kontrolle. Es ist sehr wild, dann einfach bloß erschlägt um sich und so weiter. Mhm. Und dadurch wird es halt leicht bekämpfbar. Ich finde dieses Szenario gerade lustig, wie eine Scharfschütze da irgendwo in eine ganz andere Richtung schießt und wir stehen neben ihm und ballern immer auf das Riesenviech. Ja, dieser eine Scharfschütze ist übrigens Chris. Achso, war das Chris? Ja? Ah, okay. Ja gut, dann finde ich sogar glaubhaft, dass das Chris der hat ja schon ein bisschen Erfahrung. Übrigens, ich muss an der Stelle mal sagen, Story von Resident Evil hat er gerne mal so B-Movie-Flair. Ich meine, die arbeiten mit den Remakes halt dran, das alles ein bisschen aufzufrischen und zu verbessern. Mhm. Und meiner Meinung nach gelingt es ihnen auch, darum geht es mir aber gerade nicht. Ich muss wirklich sagen, so von den ganz alten, älteren klassischen Sachen jetzt, wo ich Resident Evil 6 jetzt mal mit zuzähle, weil es noch vor Remake ist, muss ich sagen, die Story von Jake und Sherry finde ich mit am ansprechendsten von allen. Ich weiß nicht, ob es die Charaktere sind, ob es dieses Badassige von Jake ist oder dieses Liebevolle von Sherry oder auch diese Romanze zwischen den beiden oder so. Ich finde es einfach irgendwie am ansprechendsten. Mir gefällt es mit am besten von allen Storys der Charaktere mit. Okay. Also da kann ich tatsächlich selber nicht mitreden, weil ich habe von der Story sehr wenig Ahnung. Die Story ist halt, dass Sherry, wie gesagt, Jake jagt, weil es ist halt das Ziel, Jake halt einzufangen, wie man dann weiter mit ihm verfährt. Einige sagen ja dann am besten hinrichten, weil er halt quasi der Sohn von Wesker ist und Klon und was nicht alles. Andere sagen, er kann uns helfen und so weiter. Sherry ist natürlich eine von denen, die sagt, Jake kann uns helfen. Er ist halt auch ein Mensch, der kann nichts dafür, wie er da entstanden ist und alles. Hat sie ja auch an sich recht, ist ja nichts Schlimmes. Und die beiden entdecken dann nach und nach, dass beide gemeinsam haben, unter anderem den G-Virus. Die haben beide sehr regenerative Fähigkeiten. Das sehen wir dann auch. Ich habe gerade Werbung. Ich werde bekloppt. Werbeanzeige 1 von 5. Boah! Oh, wow. Alter! Notfalls im Restream einfach gucken. Oder hast du da auch gerade Werbung? Ja! Oh, okay. Also, da habe ich jetzt keine Werbung. Wir sehen eigentlich auch nur Cutscenes und eben noch Fische. Einen Klein Arena-Kampf. Fische, auch nett. Esel mag mich wirklich nicht. Es ist in letzter Zeit mag mich gar nichts. Doch, wir mögen dich doch. Oh Gott, das habe ich ja, jetzt nicht laut gesagt. Ist. Genau. Nee, wir haben ja noch ein Commentary. Bei dem Event jetzt hier. Ja gut, Samstag erst. Genau. Das mit der Werbung, das kommt von der ESA. Also tut uns auch leid, wenn ihr da mitten im Runnetz Werbung kriegt. Ist halt... Ich habe ja nichts dagegen, sowas mit Werbung zu unterstützen. So um Gottes Willen bin ich der Letzte. Das geht, ist ja alles für einen guten Zweck. Und auch die ESA an sich muss sich ja auch ein bisschen selbst finanzieren. Das gehört alles dazu. Aber Alter, mitten in so einem Run, 5 Werbungen hintereinander, die jeweils 20 bis 30 Sekunden gehen. Sorry, aber ist da kann ich auch RTL gucken. Nee, die ESA kann ich an der Stelle auch noch mal kurz sagen. Die ESA hat halt irgend so ein Deal. Ich weiß tatsächlich selber nicht genau, wie der aussieht, aber die haben halt so ein vertraglich was mit Twitch vereinbart und Teil des Vertrags ist halt, dass sie eine bestimmte Anzahl an Werbung pro Stunde schalten. Und leider, gerade bei längeren Runs, kann das leider auch mal im Run dann drin sein. Wie gesagt, so gesehen ja kein Problem. Will ich der ESA auch überhaupt keinen Vorwurf machen, auch Twitch nicht, weil man muss halt irgendwie, es gibt Leute, die müssen bezahlt werden und. Das ist alles richtig. Aber halt so viele hintereinander, das ist... Ja, eben. Aber eine Sekunde und ich bin wieder da. Ich sehe wieder was. Ja. Oh, wir sind schon im Schneegebiet, Mensch. Na geil. So viel verpasst. Ja, den restlichen Kampf quasi. Obwohl, genau. Nee, der war schon vorbei. Es war bloß nur der Dialog dann. Und ein kurzer Weg, glaube ich. Wo war ich denn stehen geblieben? Was hatte ich denn gerade erzählt gehabt? Hier beide G-Virus und... Ach ja, genau. Wir lernen noch in der Cutscene, die Cutscene werden wir nicht sehen, aber wir lernen noch kennen, dass Sherry durch den G-Virus, dadurch, dass sie infiziert ist, regenerative Fähigkeiten hat und deswegen natürlich auch einen etwas stärkeren Körper. Und auch natürlich in Jake ist das auch mit drin. Und das ist zum Beispiel so eine Gemeinsamkeit, an die sie sich zueinander klemmen. Und wie gesagt, die Geschichte ist einfach irgendwo schön. Vielleicht bin ich da einfach auch ein bisschen sentimental oder was auch immer oder zu weich, keine Ahnung. Aber mir gefällt es sehr, sehr gut. Mhm. Da fehlt mir tatsächlich bei anderen Charakteren so ein bisschen die Tiefe, außer bei Leon. Leon ist einfach nur eine coole Sau.
kann immer nur wieder empfehlen, der zweite Resident Evil Film, also der animierte, die Damnation, Leon ist so eine coole Sau in dem Film, ey. Vergiss Bruce Willis, ohne Witz. Okay, vergessen und Bruce Willis aktuell in einen Satz zu bringen, ist vielleicht auch ein bisschen fies. Stimmt, ja. Ich habe das letztens auch gelesen. Oh, sorry, das war jetzt... Nein, so war das ja auch nicht gemeint. Ich weiß, was du meinst. Ich will mich trotzdem dafür entschuldigen, weil ich will mit sowas niemandem auf Schlips treten. Das war jetzt nicht in dem Bezug irgendwie. Nee, also das wird auch keiner so aufgefasst haben. Ja, ist ein bisschen im Internet. Genau. Vergeben und vergessen. Oh. Ja, da sind die Leute ganz anders gewohnt. Ja, gut. Nee, sowas finde ich immer ein bisschen blöd. Genau. Nee, wir sind im Schneegebiet, das hattest du ja eben schon gesagt. Genau. Wie sind wir hier überhaupt hingekommen? Ja, mit einem Flugzeug. Ja, und dann abgestürzt. Wie mit jedem Flugzeug, wenn wir in Resident Evil in ein Flugzeug fliegen und damit abstürzen, sind wir in ein Schneegebiet. Grüße gehen raus an Code Veronica. Ja, ich trinke jetzt kurz einen Schluck Kaffee. Vini wird euch unterhalten derzeit. Ich wollte gerade sagen, die Flugzeuge in Resident Evil sind gefährlicher als alle Viren zusammen. Oh ja. Wir werden aber noch einige andere sehr interessante Gebiete haben, weil ich muss sagen, so wie gesagt, vom Setting und von der Story und von der Aufmachung an sich ist Jake und Sherry wirklich das Interessanteste. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass so zumindest die Infos, die ich habe, das Team das als erstes gemacht hat und deswegen am meisten Zeit hatte. Okay. Und Mondschein, dann Schlafgut. Bis bald, Mond. Schön, dass du da warst. Genau. Und gute Nacht. Gute Nacht, genau. Guck mal, wie die da hinten auf den Stühlen sitzen, wir. Oh. Darf ich aussuchen, wer von beiden ich bin? Der ganz links mit lila Pulli, ja. Achso, der so abseits sitzt. Ja, weil er so komisch riecht. Achso, ich wollte gerade sagen, weil er so komisch riecht und keiner neben ihm sitzen will. Das würde schon zu mir passen. Achso, als Leon steuert man ja das Flugzeug, ne? Oder fahrt da nicht irgendwie sowas? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich weiß, dass man Motorrad bzw. so ein Jeep fährt, ja. Aber ein Flugzeug? Also man selber glaube ich nicht, aber Leon steuert das, glaube ich. Oder war das bei Quicktime-Events? Ich weiß es gar nicht, ich bin gerade echt. Also ich habe es auch nur ganz dunkel im Hinterkopf jetzt. Es ist für mich, dieses Spiel ist für mich auch sehr, sehr lange her. Ah, okay. War Quicktime, ach, okay, alles klar. Okay, dann war das noch so, dann habe ich das noch richtig im Kopf. Ja gut, bei Resident Evil, also generell ab Resident Evil 4, ist ja so ziemlich gefühlt zumindest die Hälfte Quicktime-Events. Ja, die sollen jetzt im Remake nur verschwinden. Mhm. Ja, jetzt hat man ja auch die Möglichkeiten, solche Sachen spielerisch wirklich umzusetzen. Aber ist auch richtig, ja. Übrigens, das hier ist mit die beschissenste Stelle im ganzen Spiel. Oh ja, ich sehe es schon. Weil die Sicht einfach nur dreckig ist. Ist aber Absicht. Also es ist nicht mal so, dass man hier... Man hat nicht viele Stellen, wo man runterfallen oder crashen kann. Da gibt es wirklich spezielle Trigger-Momente. Mhm. Normalerweise bist du halt auf einer Schiene fast schon unterwegs. Aber es ist trotzdem so ekelhaft durch die Sicht. Hat, denke ich mal, aber auch grafische Hintergründe, um die Geschwindigkeit zu halten. Damit man einfach keine zu große Weitsicht hat, kann man natürlich viel FPS rausholen und dadurch das schneller wirken lassen und dadurch wird es rasanter und actionreicher. Einfacher Trick, den man gerne benutzt bei sowas. Genau. Quasi der Nebel, der Silent Hill-Nebel der Neuzeit. Ja. So wird. Es wird bei vielen Sachen gemacht, dass gerne mit Nebel oder irgendwelchen Sichtbehinderungen gearbeitet wird. Mhm. Was man auch öfters mal sieht bei verschiedensten Spielen, wenn solche Fahrsequenzen sind oder so, dass gerne auch mal die Kamera leicht erhöht ist, damit man den Horizont nicht mehr sieht und alles über dem Horizont quasi wegblurren kann. Mhm. Dann kommt noch ein einfacher Shader drüber und das alles ein bisschen verschwommen aussieht. Dadurch kannst du sowieso Textur runternehmen und schon hast du über 60 FPS auf sowas rausgeholt. Genau. Ja, aber dieses beengte Gefühl hier, das sieht schon beim Zuschauen ziemlich ekelhaft aus. Oh, okay. Habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Das ist einer dieser Punkte, wo du halt dich entscheiden musst, links oder rechts und dann halt den Sprung schaffen musst. Er hat jetzt sich für die Mitte entschieden. Okay.
Genau, nur ein kleines Sichtfenster beim Auto freikratzen ist ein ähnlicher Effekt auf alle Fälle. Ja. Ach so, Laylings, hat das sogar, ja, das unterstütze ich so, aber ich glaube, wenn man gegen Laternas fährt, ist es egal, ob du ein kleines oder großes Sichtfenster hast. Danach hast du definitiv kein Sichtfenster mehr. Ja. Also auf absehbare Zeit zumindest. Und wir sind schon wieder gestorben eben. Ja, ist, wie gesagt, das ist ein ganz, ganz blöder Part, weil diese Jetskis, also ich sage mal so, Spit-Tire fühlt sich dagegen an wie ein Formel-1-Simulator. Okay. Hieß das Spit-Tire? Ja, ich glaube ja, was? No Runner Spit-Tire, irgendwie so. Jetzt überlege ich selber gerade. Ja, ist ja egal. Ich glaube, die Leute werden eventuell wissen, was. Ja, ach, ist. Natürlich. Ich könnte auch sagen, der Unterschied ist jetzt, ob man mit einem Truck fährt oder einem Sportwagen. Genau. So, und wir nähern uns Venys Lieblingsoutfits. Beziehungsweise Communities Lieblingsoutfit. Und ja, dieses Outfit gibt es sogar auch als DLC-Möglichkeiten in verschiedenen anderen Spielen. Und naja. Und als, ach, Mod. Ich. Ja gut, das wundert mich nicht. Also so, ein Resident weiteres Evil Mal Mods. Usternack. War nochmal eine kurze Sequenz? Nein, keine kurze Sequenz. Ich meine, wir sind hier in einem Speedrun, da wird es schnell gehen, aber casual ist das so ekelhaft, weil wir dürfen nicht entdeckt werden. Oh. So wie Sherry jetzt gerade. Wenn wir entdeckt werden, kriegt Usternack nämlich Bock. Aha. Und das ist dann nicht so gut. Das Areal ist nämlich nicht sonderlich klein. Es ist sehr verwinkelt, sehr verschlaucht. Mhm. Und ja, wir restarten auch an dem Punkt. Okay. Weil das raubt zu viel Zeit, weil wir uns halt verstecken müssen dann vor Usternack. Und das kann mal einige Zeit dauern. Mhm. Weil wenn der dann erstmal vorbeiläuft an diesen Containern, wo man sich drin verstecken muss, erstmal das prüft und so, da geht es tatsächlich schneller. Ja, und jetzt hat er wieder geschossen. Wollte gerade sagen. Aber sie waren weit genug. Genau. Da haben wir den Checkpoint erreicht. Das sehen wir da oben links. Dadurch ist es jetzt auch egal, dass man es jetzt gerade verfolgt. Weil jetzt ist sowieso in dieser Szene ist Usternack immer gleich weit von uns weg, egal wie gut wir waren. Mhm. Weil durch diese Aktion jetzt, durch diesen Eiszapfen, entdeckt er uns. Er ist so süß, oder? Ja. Kleine Grinsebacke. Aber die gehen aber früh aus der Deckung da raus. Ja, skriptete Szene, da kann nichts passieren. Ja. Aber trotzdem, der ist doch noch in Sichtweite. Der hätte sich nur mal umdrehen brauchen. Der ist nicht. Ich hätte jetzt fast was Falsches gesagt. Warte, ich schreib's dir. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Achso, ja, okay. Darauf wollte ich jetzt nicht so eingehen. Muss gerade nicht sein. Aber du verstehst, was ich meine. Ja, ich verstehe schon. Mein Problem sind die drei Türen. Weißt du, welche drei Türen jetzt gemeint sind? Tatsächlich gerade nicht, nee. Okay. Oh. Und der nächste Tod. Da machen wir nicht schnell genug unterm Container weg. So gut sind ihre regenerativen Fähigkeiten dann auch wieder nicht. Nicht, dann auch nicht. Und wenn Usternack Bock hat zu penetrieren, die arme kleine Sherry. Oh. Ich meine, sie guckt euch die beiden an, denkt an den Hamster mit der Banane. Ich weiß genau, welches Bild du meinst. Das weiß jeder hier. Oh Mann. Achso, die kommen gleich, die Türen, okay. Aber die Todesszenen sind hier teilweise auch sehr brutal, ne? Ja, also wie gesagt, das Spiel ist aber tatsächlich, was sowas angeht, actionlastig und sowas, wenn du Bock auf einen schnellen Action-Shooter hast, mit viel Stimmung drin auch tatsächlich, dann ist Resident Evil 6 eigentlich deine erste Anlaufstelle mit. Mhm. Klar, es ist jetzt nicht High-Class wie andere Resident Evil, du hast keine Rätsel drin oder sonst was, aber als Koop-Shooter macht das echt Spaß. Mhm. Das galt ja an sich auch schon für Resident Evil 5. Nur hier ist halt auch so von der Atmosphäre
Es ist halt wieder näher dran an den Original. Die Story ist hier auch interessanter. Bei Resident Evil 5 hast du die Story um Jill und wenn du die Gold Edition hast, halt diese Vorkapitel, die sind ganz interessant, weil die halt sehr viel zum alten Spielen beitragen. Aber ja, und wir haben wieder Sherry verloren. Oh. Es steht 2-2. Beide haben 2 Tode verursacht. Euer Fuff-Resi-Teil. Immer schwierig, muss ich sagen. Mein bisheriger absoluter Liebling, muss ich sagen, Revelations, also Revelations 1, vom Spielen her. Von der Story her, Code Veronica, definitiv. Mhm. Resident Evil 3 Remake finde ich von der Story super geil gemacht. Also das neue Aufputschen hat sich sehr gelohnt. Ich finde, wie die Charaktere jetzt dargestellt haben, viel, viel besser. Vor allem Carlos. Ja, Carlos ist so ein Gott geworden. Also ohne Witz. Und ansonsten muss ich sagen, auch Resident Evil 8 gefällt mir sehr, sehr gut. Außer der letzte Part, der zu shooterlastig ist. Wobei, ab der Fabrik geht's auch wieder, aber kurz vor der Fabrik, diese Arena-Stellen, die sind, naja. Aber ansonsten finde ich gerade die 8er Reihe, also überhaupt die Ethan Winter Reihe, also 7 und 8, eigentlich ziemlich gut geworden. Mhm. Mein Favorit ist Rebirth, also das Remake von von Resident Evil 1 für den GameCube damals ursprünglich. Und das gibt er als HD Remaster. Da haben wir übrigens da schön das Schrauben, meinte er. Ach so, ah ja. Ja, da muss man schnell sein, sonst, weil Usternack hat immer noch Bock. Mhm. Das meinte er, ja. Das ist für mich eine einfache Trigger-Szene irgendwie. Da musst du halt, einer muss drehen, der andere öffnen. Mhm. Und du musst halt wieder schnell sein, weil sonst, ja. Wir haben es ja schon zweimal gesehen bei Sherry. Genau. 7 und 8 gibt's nicht. 7 und 8 sind mit die besten Resident Evil Teile, die es gibt, ganz ehrlich. Also die Ethan Winter Teile, Mia stinkt, sind richtig gut. Vor allem Resident Evil 7 hat so, ich hab schon wieder Werbung, Resident Evil 7 hat die Reihe so gerettet, muss man sagen, wie es ist. Nach Resident Evil 5 und 6 gab's noch Revelations mit dazu, was das Ganze wieder ein bisschen rausgerissen hat, aber 7 hat die Reihe erst wieder richtig Mainstream-tauglich gemacht. Aber es halt wieder vom Stil her komplett anders war. Es war halt ein altes Resident Evil, was aber viel mehr Horrorflair hatte. Und diese Ego-Sicht hat einen so viel mehr reingezogen. Dann gab es in Teil 8 die Fliegenklatschen-Mod. Ja, richtig. Gut, das ist auch, ja. Das ist halt ja. Das allererste, was ich von Resident Evil 8 überhaupt gesehen habe, die Fliegenklatsche. Nee, wenn man halt so, Resident Evil 1 hat schon sehr, sehr grausigen Flair gehabt, wenn man es das erste Mal casual gespielt hat. Mhm. Es war schon echt gut geworden, aber Resident Evil 7 hat nochmal eine Ego-Sicht, wo man halt wirklich mittendrin war und sich wirklich gefühlt hat, man selbst wurde angegriffen, anstatt da rennt ein Charakter rum, der angegriffen wird. Das ist ein ganz anderes Feeling. Richtig. Und ich habe es noch nie probiert, weil ich leider keine VR habe, aber ich würde Resi 7 gern mal in VR probieren. Das ist bestimmt super interessant und lustig. Ich wollte gerade sagen lustig, aber ja, hast du das selber tatsächlich auch gesagt noch. So, jetzt kommen wir hier zu deinen Lieblingsoutfits von Jake. Ach so, ach, ja stimmt, die Outfits meintest du. Ah, man merkt bei Jake gerade, er ist der Sohn von Albert Wesker. Das wird hier auch nochmal richtig durchgehoben, rausgezogen. Und das wird jetzt auch noch ein bisschen mehr, dass die beiden wirklich auch versuchen, mit ihren Kräften zu arbeiten, beziehungsweise damit klarkommen, dass mehr fast schon wie, auch wie, nicht nur wie ein Fluch, sondern auch wie ein Segen sehen. Sherry ist ja auch lore-mäßig, so wird es zumindest momentan gehandelt. Ob es offiziell so ist, weiß ich nicht, aber viele Fantheorien stützen sich darauf und es ist meiner Meinung nach auch eine sehr gute Fantheorie. Ist Sherry quasi das Prototyp-Produkt zu Rose, wenn man so will? Weil sie die erste ist mit, die wirklich ihre Kräfte so richtig kontrollieren kann, nachdem Manuela gestorben ist. Wer war Rose nochmal? Shadows of Rose, das Baby aus Resident Evil 8. Ach so, ja. Rose ist ja auch eine, die infiziert ist durch den Megamyziten, die dann aber zu der Einheit mitkommt, welche das Neo-Umbrella ist es ja, aber welche die untersteht, weiß ich nicht. Oder ob Neo-Umbrella für sich steht, das ist ja noch, steht ja auch alles in den Sternen, das werden wir alles erst wahrscheinlich in Resident Evil 9 erfahren, wenn überhaupt.
Aber sie ist ja halt eine von denen, die quasi fürs Gute sozusagen eingesetzt werden. Mhm. Ich finde das auf der linken Seite gerade interessant, wie Sherry da seelenruhig tippt, während sie beschossen wird. Ja, ach, das Mädel ist jung durch die Pubertät, die Elektrostäbe kennt die. Okay. Womit wir wieder beim Eingangsthema wären. Ja, Eingang sagt das ganz gut. Ja, gut. Also, wir haben Sif gar nicht guten Morgen gewünscht. Ach, quasi vorher im Setup. Ja, gut, stimmt. Fällt mir gerade ein. Guck mal, jetzt sitzen da du, ich und Exo. Was mir da tatsächlich gerade? Verdammt, ich habe jetzt kurz mal nicht drauf geachtet. Jetzt sitzen wir da auf den Stühlen und Exo. Sind wir nicht mehr alleine? Ach so, ja, da im Hintergrund, ja. Stimmt, Tatsache. Weil der sieht eher so ein bisschen aus wie Sif. Zu viele Haare. Ja, gut. Ja, übrigens, die Klamotten hier, ja, sie sind sehr ähnlich Helens und Leons. Ich weiß nicht, ob das ein typisches Stilmittel ist oder ob das Absicht ist, aber es ist so. Wir sind übrigens jetzt im chinesischen Labor. Man sieht es ja hier auch schon. Von dem werden wir gleich eine sehr coole Fluchtszene haben. Die mochte ich sehr, muss ich sagen. Okay. Vorher haben wir aber hier jetzt in dem Areal mal wieder einen Arena-Kampf. Oh. Arena-Kämpfe. Ich hatte vorhin gar nicht überprüft, ob das Command hier auch ordentlich übernommen wurde. Aber ja, wurde es. Was ist denn euer Resident Evil-Teil, wenn ihr uns schon gefragt habt? Dann will ich euch auch fragen. Stimmt. Falls ihr überhaupt Berührungspunkte mit Resident Evil habt. Und wenn nicht, warum nicht? Eine Reihe. Teil 5. Okay. 5? Ist das dein Ernst oder ist das gerade ein Troll? Weil das höre ich eher selten, wenn ich die Frage stelle, dass jemand 5 sagt. Ich meine, ist ja nichts dran auszusetzen. 5 hat auch seine Stärken, definitiv. Aber ich höre es halt eher selten, dass die Leute sagen, 5 ist mein Lieblings-Resi. Vor allem innerhalb, also unter den Resident Evil-Fans ist 5 ja nicht das beliebteste, sagen wir es mal so. Also ja. Normalfall. Ja, wenn es dein Lieblingsfall ist, ist absolut okay. Nein. Exo würde dich jetzt hassen. Ja gut, aber das ist mir egal. 2 Classic, dann 6. Ja. Ah, ja kann, doch. Kann ich verstehen. Also Resident Evil 2, das Klassische, ist ja eins von den Spielen, mit denen ich damals auch aufgewachsen bin. Ja, also das kann ich nachvollziehen. War damals schon ein geiles Spiel. Trinkt ihr hier Kakao? Was? Nö. Ich nicht, klang so, als ob du den Kakao gedreht hast. Nee. Kakao gedreht. Wow. Ja. Weißt du noch, unser Insider? Ja, ich weiß. Ich habe mir Resi auf der PS1 angefangen, ja. Ich damals tatsächlich, mein erstes Resi-Teil war auch Resi 1, aber auf der PS2. So kriegt man übrigens gut Termine bei der Bank, ne? Also wenn jemand einen dringenden Banktermin braucht, merkt euch das. Kommt in der Prüfung dran, also aufschreiben. Hat er halt 6 mit Nobody gespielt. Ach so, ja, also Nobody ist auch ein Resident Evil Speedrunner. Und ich muss kurz überlegen, wen du meintest mit Nobody. Na, niemand. Niemand, genau. Ja, also ich kann ich sehr, sehr gut verstehen. Resi 6 im Koop macht echt Spaß. Alleine ist es eher so ein bisschen mehr, verstehe ich. Wenn jemand sagt, ja, ich habe das Spiel nur alleine gespielt, fand das nicht so dolle, habe ich absolutes Verständnis für. Aber ich glaube auch tatsächlich, das Spiel ist auch so gemacht, du sollst es im Koop spielen. Das Singleplayer ist mehr oder weniger eine 3 gerade. Ähnlich ist es ja bei 5 gewesen, weil Panic Aim das jetzt auch gerade erwähnt hatte. Bei mir war es Teil 5, aber nur, weil es mein erstes war. Und ich den Koop mit meinem Bruder mochte. Ja. So im Koop macht Teil 5 auch Spaß. Ja, weil es dann nicht so frustrierend ist. Richtig, allein schon, weil man halt die sehr schlechte KI nicht hat. Wie gesagt, die Story um Jill und die Vorkapitel und sowas in der Good Edition und sowas, die sind auch echt interessant. Mhm.
Ich mag auch das Gimmick, dass man die Vorkapitel in der Fixed Cam spielen kann. Das ist auch eine coole Sache. Dass man das mit eingebaut hat und so. Ja, das auf jeden Fall. Also gerade so eine optionalen Dinger, ja, sind ja immer in Ordnung, wenn man es hat. Man muss es dann ja nicht nutzen, aber die Option dazu zu haben, ist sowieso immer von Vorteil. Ja, aber lustigerweise, ja, zwei, also die häufigste Antwort ist tatsächlich Teil 5 gewesen. Das überrascht mich jetzt ein bisschen. Überrascht mich auch ein bisschen. Mhm. Teil 6 war halt noch dabei, dann HD Remaster, beziehungsweise halt Rebirth HD. Also dieses Rebirth, der Name, der taucht offiziell nie auf in dem Titel Resident Evil, in dem Remake. Aber es wurde halt intern immer so genannt. Und ich glaube, in den Büchern wird es auch immer als Rebirth bezeichnet, ne? Ja. Liegt wirklich die verzweigte Story in 6. Das ist so, als würde man den Background von NPCs ergründen. Genau, das ist das, was ich am Anfang auch schon mal angesprochen habe, dass man halt wirklich viel mehr Tiefe hat durch die neue Story, die man jemand probiert hat. Mhm. Und dass man halt durch die verschiedensten Szenarien auch sich einige Wege kreuzen und man dadurch, ich habe schon wieder den Faden verloren, dass man dadurch verschiedene Seiten sieht. So, jetzt habe ich es. Meine Güte, ich bin auch schon so müde langsam. Aus verschiedenen Blickwinkeln halt die einzelnen Szenarien. Genau. Morgen, Kaiser. Morgen. So, jetzt kommen wir zu dem Part, den ich vorhin angesprochen habe. Auch wieder eigentlich nur ein typischer Arena-Kampf, aber eigentlich sehr cool gelöst. Es ist mal was anderes. Beziehungsweise, was heißt was anderes? Wie gesagt, das Rad neu erfunden hat man jetzt ja auch nicht bei dem Motorrad. Nein, hat man auch schon in anderen Spielen gesehen. Aber es spielt sich eigentlich ziemlich gut, diese Szene, und die macht echt Spaß. Mhm. Übrigens, ich weiß nicht, ob ich es vorhin schon gesagt habe, aber hallo Black Stalker. Bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, und wenn, dann will ich ja. Du hast jeden seinen Satz vorgelesen, aber ihn nicht selbst gegrüßt. Ach so. Okay, ja gut, dann habe ich das ja getan. Wir wollen ja alle Leute begrüßen, die hier neu auftauchen, hallo sagen. So, das ist typische Action-Szene. Genau. Wie gesagt, die Story um Jake und Sherry ist sehr klischeehaft aufgebaut, aber irgendwie cool. Kann es ja auch mal geben. Man muss nicht immer alles auf Ernst machen, man muss nicht immer alles auf dramatisch oder sonst was machen. Manchmal kann es auch einfach nur Spaß machen. Richtig. Das ist ja sowieso die Hauptsache bei Spielen. Man soll eben seinen Spaß haben. Und hier ist es doch auch so, dass einer jetzt Jake steuert und der andere mit Sherry halt zielt, ne? Genau. Letztendlich muss man aber eigentlich nicht mehr machen, außer die Quicktimes schaffen, die bei Sherry halt auftauchen. Und ansonsten muss Jake nur den ganzen Dings ausweichen, also den ganzen Hindernissen. Mhm. Viel machen muss Sherry selbst nicht. Wir sehen es ja auch mehr oder weniger zurückgelehnt, man macht sein Ding, quatscht ein bisschen, weil man muss bloß ein, zwei Gegner speziell ausschalten, die einen zu seine Quere kommen könnten oder halt einen eine Barriere drücken. Mhm. So, ich überlege jetzt auch gerade, wie es zeittechnisch aussieht. Also wir hatten an der einen Stelle vorhin ja ein bisschen was an Zeit verloren, als Jake mit dem Jetski immer wieder abgestürzt ist. Waren, weiß ich, wie war das? 2 Minuten, würde ich mal schätzen? Ja, nicht mal, würde ich sagen. Also wir liegen schon ganz gut in der Zeit, aber ein Weltrekord wird es natürlich nicht. Nö, das glaube ich auch nicht. Muss es aber auch gar nicht. Richtig. Wir sehen bis jetzt eigentlich einen sehr, sehr guten Run, der sehr gut funktioniert, bis auf diese 2 Stellen halt. Mr. Moki, nee, also geplant ist, also war es ja eigentlich für alle 3 Commentaries oder eigentlich alle 4 ursprünglich mal. Das ist immer Captain Vinicosis, also Exo, Alf und ich. Beim ersten Mal ging es Alf halt nicht so gut. Jetzt ging es Exo nicht so gut, weil er halt vollkommen übermüdet ist. Ein Run ist leider komplett rausgefallen, weil Big John ja auf dem Event nicht dabei sein kann. Der kam ja nicht vom Flughafen weg. Aber das letzte Commentary, da werden wir alles tun, um wirklich Captain Vinicosis da rauszumachen.
Ja, wir haben übrigens den nächsten Tod. Ja, ich wäre sehr gerne beim letzten Run auch mit dabei gewesen, aber bei mir im Leben ist passiert gerade so viel Scheiße und da bereite ich mich auch noch auf eine OP gerade vor. Da war ich einfach zu fertig am Wochenende. Es ging bei mir einfach gar nichts mehr. Genau. Na, aber sowas geht dann logischerweise vor. Dann gab es schon einen WR seit Beginn des Events. Soweit ich weiß nicht. Also ich habe natürlich nicht alles mitbekommen. Aber soweit ich weiß, gab es noch keinen Weltrekord. Ich habe auch noch keinen mitbekommen. Und eventuell gab es auch schon die ein oder andere PB. Aber auch da habe ich noch nichts mitbekommen. Also PB, persönliche Bestzeit. Für die Leute, die mit dem Begriff nichts anfangen können. Aber da kann vielleicht jemand anderer, Lay ist ja zum Beispiel gerade im Chat, vielleicht hat er da irgendwas mitbekommen. Er macht ja quasi die Frühschichten regietechnisch. Vielleicht hat er da irgendwas mitbekommen. Ja, ich denke auch beim nächsten Event, da wird es dann mehr Captain Venikose geben. Da ist Exo dann wahrscheinlich wieder ein bisschen frischer dann auch. Und ich habe dann wahrscheinlich hoffentlich auch meinen ganzen Scheiß hinter mir. Zumindest erstmal. Irgendwas kommt ja immer. Also ich will es jetzt nicht beschwören oder so. Ich will dazu lieber gar nichts sagen. Absolut nichts. Okay. Alles, was ich sagen kann und wird, gegen mich verwendet werden. Ja, aber Skandini hat gerade geschrieben, bei Breath of the Wild gab es eine PB. Es ist, Breath of the Wild ist ein populäres, großes Spiel. Da ist sowas aber nochmal ein bisschen was Besonderes, als, irgend so ein Spiel, bei dem es, nur zwei Runner gibt und sich keiner von beiden so richtig Mühe gibt, da das Maximum rauszuholen. Hey Kaiser, ich sagte frischer, nicht jünger. Danke, Moki. So, das Blindfolded-Ding war das ja. Stimmt, wollte ich mir auch nochmal. Ich hab schon wieder Werbung. Oh, wow. Vier Stück. Und das tue ich sehr häufig Werbung aktuell. Irgendwas hasst mich momentan. Ich sag's ja. Und ich bin ja auf dem ESA-Kanal an sich, bin ich ja auch kein Sub. Und das heißt, ich müsste ja genauso viel Werbung eigentlich kriegen. Ich habe jetzt vorhin einmal einen Werbespot gehabt. Es ist einfach, das Leben hasst mich momentan. Der Adblocker, bringt der überhaupt was? Ich habe einen Adblocker drin. Achso, okay. Nein. Bei der Twitch-Werbung bringt der, glaube ich, auch gar nichts. Jetzt muss ich die Werbung von diesem Segel aussehen. Charles? Nee, der bei Star Wars da Kelly Renner wieder heiß gespielt hat. Ach so, Adam Diver? Ey, keine Adam Ahnung, Driver. Keanu Reeves für Arme. Ich weiß aber, wen du meinst, auf alle Fälle. Ja, es hat dieser Keanu Reeves auf Wish bestellt. Ja, stimmt, man muss immer unterscheiden zwischen Werbung von ESA und Werbung von Amazon und Twitch. Das stimmt ja schon. Bei mir schaltet noch zwischendurch die Telekom und Vodafone, Coca-Cola, dann kommen noch die Zeugen Jehovas vorbei und ach, hör mal auf, ey. Aprikose ist wohl eine werberelevante Person. Ja. Ich bin eine Niesenfamilie für mich selbst. Oh Mann. Ich habe keine Ahnung, was heute los ist. War die letzten Tage alles super. Heute. Aber hast du denn immer noch Werbung jetzt? Nee, jetzt sehe ich wieder was. Okay, okay. Gerade jetzt in dem Moment, wo du fragst. Das ist die Testgruppe. Oh. Ja, so gut. Ich wäre lieber eine Testgruppe für Umbrella als für Werbung. Übrigens sind das hier sehr, sehr interessante Viecher. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wie die genaue Bezeichnung des Virus war. Es war ein Typ-C-Virus, der mit Ouroboros oder sowas angereichert war. Da hat man verschiedenste, einfach wirklich, man hat einen Cocktail aus Insekten-Genen zusammengemixt in einen Virus. Mhm. Und diesen Virus hat man dann, beziehungsweise diesen Parasit ist es, glaube ich, gewesen, hat man dann in diese BOWs gepflanzt.
Und je nach, und wenn diese BOWs zu viel Schaden kriegen und sich quasi dieser Überlebensinstinkt des Menschen aktiviert, dann schlüpft dieser Parasit. Und daraus wird dann immer zufällig ein Mensch-Insektenwesen. Das gerade, was wir gerade gesehen haben mit den langen Beinen, war Typ Mensch, BOW-Mensch, Typus Grashüpfer. Die gibt es auch noch als Motte, die gibt es als Skorpion, da gibt es ein paar witzige Sachen. Übrigens, BOW, biologisch-organische Waffen. Oder bioorganische Waffen. Nope, C-Virus ist eine Mischung aus G- und T-Veronika. Also da bin ich raus. Weiß ich gerade nicht, weil T-Veronika ja ganz anderen Virenstamm hat. Es waren, glaube ich, irgendein Parasit oder sowas. Es kann sein, dass es hier nicht dieser Typ C ist, aber halt irgendeine Abwandlung von diesen Ouroboros-Dingern und so. Ich bin da nicht mehr ganz drin gerade. Okay. Ja gut, ich meine, es gibt so viele Viren in Resident Evil mittlerweile, da kann man schon mal durcheinander kommen, glaube ich. So, warum denkst du Insektoid? Ja, das habe ich gerade erklärt. Weil man da einen Cocktail aus Testgen genutzt hat. Das hat tatsächlich nichts mit Alexa zu tun. So, wir treten Türen ein. Wir sind tatsächlich die Zeugen Jehovas jetzt. Warum feiern Zeugen Jehovas kein Halloween, Veni? Oh Gott. Sie mögen es nicht, wenn man bei ihnen an der Tür klingelt. Ja gut. Ach ja, weil wir es noch nicht gesagt hatten, der größte Teil des Spiels spielt tatsächlich in China. Das ist diesmal hier unser Setting. Ich glaube sogar direkt in Hongkong, bin mir gerade nicht sicher. Da muss ich mal kurz klug scheißen. Obwohl zu der Zeit kann es natürlich sein, dass Hongkong zu China gehörte noch. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich weiß jetzt gar nicht wann. Obwohl. Nee, das Spiel 2006, 2005, glaube ich. Das Spiel, glaube ich, schon danach dann. Nee, 2018/9 sogar? Oh Gott, ich und Zahlen, ne? Das geht gar nicht. Ich musste letztens sogar meine Mutter anrufen, um zu fragen, wie alt ich bin. Ist kein Witz, ich wusste nicht mehr, ob ich 33 oder 34 war. Ja, so geht es mir mit meinem IQ immer. Die Zahlen sind aber dieselben. Ich war noch niemals so fertig, dass ich mein eigenes Alter vergessen habe und jemanden anrufen musste. Da merkst du, was bei mir gerade los ist, ey. Oh Mann. Das C-Virus wurde durch eine erweiterte Version des T-Veronica-Virus und einer G-Virus-Variante aus Sherry Birkins Blut erschaffen. Aus dem Resi-Wiki ist das wohl. Da gibt es viele verschiedene. Wie gesagt, da gibt es auch noch den Manuela-Prototyp. Den darf man ja auch nicht vergessen. Das war ja auch direkt T-Veronica, der aber noch mal ein bisschen abgewandelt wurde. Und da sind ja dann zum Beispiel amphibische Wesen zum Teil draus geworden, was wir dann auch in Revelations dann wieder kennenlernen und alles. Das ist alles so verzweigt. Und wie gesagt, soll ja alles mit dieser Organisation zu tun haben, die sich da gegenseitig Sachen hin und her spielen. Und wie wir jetzt ja auch gelernt haben, Spencer hat ja auch was mit älteren Damen in irgendwelchen Dörfern und freuen sich über Pilze und dann doch nicht. Und ja, das ist alles ganz komisch. Und ja, das war gerade der Abschluss des Flugzeugs, war gerade Leon. Genau. Jetzt haben wir hier Leon und Helen mit Sherry und Jake gegen Ustanak. Sehr unfairer Kampf. Die sollten sich mal Verstärkung holen. In Langchiang. Aha, okay, gut. Langchiang. Also nicht Hongkong oder so. Weil Langchiang ist, glaube ich, auch eine große chinesische Stadt, ne? Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt kein Chinaologe, tut mir leid. Den Kurs habe ich leider verpasst. Oh. Gerade nachgegoogelt. Okay, danke schön, Moki. Genau, danke. Es gibt das Resident Evil-Universum mittlerweile viel zu viele Daten und ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich sehr, sehr raus bin. Okay. Ich habe die alten Resident Evil-Spiele ewig nicht gespielt. Ich glaube, das aktuellste, also die aktuellsten, klar, Resident Evil 2 und 3 Remake, 7 und 8.
Und alles andere davor ist bei mir mehrere Jahre her. Okay. Hallo Neujahr. Lichen. Du bist aber ziemlich früh dran, das kommt im Februar. Ja, ja, ich weiß. Oder ziemlich spät, je nach Betrachtungsweise, ne? Naja, Neujahr 98. Also, ja, gut. Ein bisschen verspätet. Also um ein paar Jährchen. Aber besser spät als nie, ne? Frohes neues Jahr 1998, alle. Genau. Oh, wir haben das, den Millennial-Virus noch vor uns, geil. Oh mein Gott. Nee, Neujahr ist der Kommentator von unserem nächsten Run, von Crash Bandicoot 3 war es, glaube ich, ne? Genau. Oh, okay. Crash Bandicoot 3. Dann sowieso ein herzlich willkommen. Genau. Trotzdem musste ich den Gag bringen, es tut mir leid, ich fand das einfach zu witzig gerade. Nicht böse gemeint. Lieber auf dem Dorf, da hängt man immer hinterher. Du hast Humor, das ist gut. Das ist sehr gut, der gefällt mir. Frohes Neues. Genau so begrüßen wir Neujahr ab jetzt immer. Frohes Neues. Neuer, ich werde in der Setup-Phase mich nachher kurz mit dir zusammensetzen noch, ne? So kurz Soundcheck und falls noch Fragen auftauchen oder so, check, dass wir check, die noch beantworten. 1, 2. Genau. Du wirst nochmal auf Herz und Nieren geprüft. Packst du mal deine Kreditkartennummer und alles bereit? Ja, ich mache halt im Moment neben Kombi und Regie gleichzeitig. Da ist das aber ein bisschen doof dann. Du kannst dir ruhig einfach die Zeit nehmen. Ja, cool. Theoretisch ja, aber ich denke mal, in der Setup-Zeit. Du bist gewohnt, allein gelassen zu werden. Oh. Sorry, ich muss jammern. Ja, mach ruhig. Ja, 10 Minuten Setup-Phase steht drin im Schedule, das wird ja wohl reichen. Kettensägen-Insekten. Na, wer hat Yu-Gi-Oh! Flash? Late. Ich mein, den finde ich gut, den Spruch. Ja, Kaiser, danke. Es tut weh. Ja, Kaiser, ihr lasst ja auch eure Pferde am Rad laufen. Sowas haben wir nicht. Wir müssen uns auf sowas wie Vodafone und Telekom verlassen. Lay, wenn du möchtest, kannst du nachher mit Neujahr mal kurz den Soundcheck machen. Dann haben wir das schon mal hinter uns. Also falls da irgendwie Probleme auftauchen, was ich jetzt nicht glaube, ich gehe mal davon aus, dass das alles hinhaut. Aber ja, falls Profi, der schafft das. Genau. Solange er nicht die Technik von 98 hat. Ja, glaube ich weniger. Also hoffe ich zumindest mal. So ein Hamsterrad für Pferde möchte ich mir. Nein, ich meine sowas, wo man im Kreis, wo die sich so im Kreis drehen, also horizontal. Halt so eine Mühle. Ich weiß, was du meinst. Wie so ein Hamsterrad. Ja, nee, ich meine gerade für Lay. Achso, du das weißt, weiß ich. Du kennst sowas. Du läufst da selbstständig drin. Ich komme halt auch vom Dorf, ne? Aber hier riecht man nach Würstchen. Ich glaube, da haben Pferde keinen Bock drauf. Solange es hier nach Lasagne riecht. Oh Mann. Und ja, für die, die sich fragen, ja, dieses Wesen hier hat tatsächlich dieselben Bewegungsmuster und dasselbe Grafikskelett wie der Resident Evil 4 Kettensägenmann. Ach stimmt. Und der Resident Evil 5 Kettensägenmann. Es ist nur ein anderes Model, aber dasselbe Grafikskelett. Kam mir irgendwie auch so vertraut vor. Ich hatte gerade überlegt, woher ich den kenne. Aber Resident Evil 4 dann in erster Linie. Und 5 halt. Ja, hat es ja nochmal ein bisschen angepasst. Also es ist ja nicht tatsächlich 1:1 komplett dasselbe. Die Animationen sehen schon ein bisschen flüssiger und alles aus, aber... Ada, help me, ja. Hier kommt wieder eine Überschneidung halt. Mhm. Aber diesmal mit Ada. Ich überlege gerade, Chris und Leon und Helen waren das, ne? Genau, Leon und genau. Helen. Und Chris war, oh Gott, Chris war mit den Soldaten Pierce unterwegs. Ach so, ja, genau. Es ist übrigens, finde ich, das ein bisschen schade, dass Charaktere wie Helen und Jake nie wieder auftauchen oder großartig erwähnt werden. Mhm. Ich finde, wie gesagt, die Charaktere, wie zum Beispiel Padrone vorhin erwähnt hat, die Charaktere haben in dem Spiel viel, viel mehr Tiefe und sind deswegen auch viel interessanter. Aber irgendwie sind sie trotzdem nie wieder aufgetaucht.
Und jetzt, wenn man sich zumindest den aktuellen Kurs von Resident Evil ansieht, mit der Ethan Winter Storyline, ist halt eher unwahrscheinlich, dass solche Charaktere dann im Moment zumindest eine große Rolle noch spielen. Ja. Also vielleicht ich freue mich auf Shadows of Rose, ne? Ich finde, Shadows of Rose hat so ein geniales Storytelling. Also, wer da Writer war, sollte einen Orden verdienen. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Es ist einfach bei, so viel kann ich hier verraten, Spoilers sowieso, es ist ein Speedrunner und sowas. Das Ende von Resident Evil 8 war halt quasi nicht das Ende von Resident Evil 8, sondern das Ende vom DLC. Ach so, ja, stimmt. Es ist so gut geschrieben. Mhm. Ja, die Kamera ist wahrscheinlich Absicht, frag nicht. Ach so, ja, auf der linken Seite. Das, auf der rechten Seite ist, glaube ich, nicht so wirklich Absicht. Das sind die, die linke Kamera sehen. Okay, der war gut. Ja, ein Piers Comeback hätte was. Ja, ja, muss nicht sein. Bitte nicht. Wird wahrscheinlich auch nicht passieren. Also, er ist natürlich der Einzige, der ausbleibt, das ist klar. Aber halt, deswegen sage ich ja extra Jake und Helen. Alle anderen tauchen ja wieder auf. Leon, Chris, Ada und sowas. Im Prototyp von Resident Evil 7 aufgetaucht, da spielt man Leon und Sherry in Italien. Habe ich jetzt noch nie was von gehört, muss ich ehrlich sein. Kann es mir aber tatsächlich vorstellen. Wäre nichts Ungewöhnliches, überhaupt für die Gaming-Szene nicht. Das gibt solche Prototypen gibt es ja für fast jedes Spiel. Genau. Jake ist immer noch nicht fertig. Nachtschicht, Hallöle. Hallöle, made by Scar. Hallo. Kaiser Scar, hast du ihn gemacht? Stimmt, bei dem Namen. Ist mir noch nie aufgefallen, so der Zusammenhang. Oh. Seid ihr eins? Kaiser, bist du Wesker? Mate, bist du Jake? So entstehen Gerüchte. Seid ihr Zwillinge? Obwohl, ich hab schon wieder verschissene Werbung. Echt? Meine Fresse. Okay, also das ist echt. Aber diesmal nur eine wenigstens. Zumindest zeigt er gerade nur eine an, die noch 19 Sekunden jetzt geht. Die ging 30 Sekunden. Boah! Also, das ist wirklich hart. Boah, ich hab und dann bisher noch so eine beschissene Handywerbung. Meine Fresse. Ja, ich schick dir das. Die beste Kamera. Meine Fresse, gehen die mir auf die Eier. Entschuldigt gerade die Obszönität, aber ich kann es nicht mehr anders ausdrücken. Ich habe bisher immer noch genau eine Werbung gehabt in dem ganzen Run. Ich beneide dich so sehr. Wie gesagt, die letzten Tage, alles super, alles ging. Vielleicht bist du an was dran. Ich frage mich gerade, wie du bist, wenn du TV schaust. Ich gucke seit mehreren Jahren kein Fernsehen mehr. Würde ich gerade sagen. Das einzige Fernsehen, was ich noch gucke, ist Sky, wenn ich Fußball oder Formel 1 gucke, das war's. Obwohl, mittlerweile gucke ich auch sehr viel Darts. Ich bin jetzt ein Darts-Fan geworden. Stimmt, stimmt. Da spielt der Vinny auch mit. Das ist ohne Witz. The German Giant? Ja, gaga. Alle für die Geduld von Konsumenten getestet und war der Punkt der totalen Eskalation erreicht ist. Das Witzige ist, ich bin eigentlich ein Mensch, ich bin super geduldig. Ich habe immer die Ruhe weg, das habe ich schon von früher, das wurde mir antrainiert damals, das ist eine lange Geschichte, auf jeden Fall, also nichts Schlimmes jetzt oder so, ich bin kein Umbrella-Kind oder so, aber es gibt so Phasen in meinem Leben, wenn es so scheiße läuft wie jetzt gerade, da habe ich keine Geduld mehr. Ich versuche gerade die Ruhe in Person zu sein, aber so diese Werbung, ich werde ein innerlicher Vulkan. Eigentlich so quasi ehrlich. Ich werde nachher definitiv mein Kissen verprügeln, das weiß ich jetzt schon. Oh, das arme Kissen. Ja, das arme Kissen, die Katze wird drin stecken. Autsch. Nein, ich liebe meine Katze. Das weiß ich. Das ist ein Umbrella-Kind, ja, Wesker. Genau. Ich finde übrigens den Namen auch ganz witzig. Der Linksanwalt. Linksanwalt hat was, ja. Build it as an elevator. I think it has another purpose.
So, wir nähern uns so langsam übrigens dem Ende, dem Finale des Runs hier. Also PB lag ja bei, was war es, 1:15 irgendwas, glaube ich. Ganz ehrlich, Fachkraft, freudig. Freudig, dass du so eine Werbung kriegst. Ich hatte meine Zeit, da habe ich wirklich am Tag bei YouTube mehrfach Bindenwerbung bekommen. Ich weiß nicht warum. Ich habe keine Ahnung, was die in meinen Verläufen oder so gefunden haben, dass die der Meinung war, ich müsste Binden kaufen. Subso hat mal einen guten Tipp gegeben. Zwischendurch einfach immer nach Vogelfutter und dergleichen suchen. Dann kommt nämlich der, also wirklich so komplett random. Vielleicht mal, weiß ich, zweimal die Woche, dann irgendwann monatelang gar nicht, aber dann immer mal danach suchen. Hey, ganz ehrlich, ich mache mir demnächst einfach als Startseite eine Pornoseite und dann will ich mal sehen, was dann für Werbung kommt. Bin so wütend. Aber irgendwas so Hardcore-BDSM mit Ankacken und alles. So, sorry, aber dann können Sie mir Windelwerbung schicken. Ja, da kannst du auch gleich auf die German Homepage gehen. Wenig-Merch. Oh, sorry, ich beruhige mich gleich wieder. Das ist wirklich einfach nur nervig mit so viel Werbung. Es tut mir leid. Vor allem so mitten Ja. im Run ist das einfach nur ekelhaft. Eben gerade für einen Kommentator ist das natürlich immer doof. So in so ein, ja, in Setup vollkommen in Ordnung. Dann kommt Durex. Ja, das kann sogar tatsächlich sein. Ja, wahrscheinlich. Bekommst du Werbung, die ich habe. Aha. Und wenn sie merken, ich klicke Durex-Werbung weg, dann kommt Babynahrung. Wäre Hip-Babybrei. zumindest. Wer macht denn seine Babys zum Brei? Aber wäre zumindest die logische Konsequenz. Oh, ich weiß, Caro wird jetzt wahrscheinlich wieder wach. Alveraged. Ich muss es hören. Oh Gott, nein, bitte nicht. Nein, nein, das ist zu. Das war so ein schönes Commentary bisher. Es tut mir leid. Eigentlich meine, weil Caro das dann alles verderben würde. Ach so, die freut sich, Angst wenn ich davor. rage. Weißt du noch früher bei C? Ja. Aber hatte ich ewig nicht mehr so einen Ausbruch. Ja, aber bei ihr ist das ja auch immer so ein Rache-Ding gewesen, weil wir einfach zu viel geklippt haben. Alf, meine Ex hat mich so penetrant alt genannt, dass ich mit 25 Werbung für Inkontinenz, Windeln und Viagra gekommen habe. Es hat 3 Jahre gebraucht, das loszuwerden. Weißt du, was ich da lese? Alf, meine Ex hat mich so penetriert, dass ich Inkontinenz, Windeln und Viagra gebaut habe. Okay, das ist ein etwas anderer Zusammenhang. Run, wir haben noch einen Run. Wir kriechen. Genau. Ist jetzt nicht wirklich Rennen, aber kriecht Ihr immer. seid doch, ja, wir kriechen im Run. Wir sind auch schon übrigens fast durch, also wir sind hier schon im letzten Gebiet. Ja. Ja, ich meine, zur PB fehlen ja auch nur noch 10 Minuten und ja, ein bisschen drüber werden wir sein. Ja, es ist halt ein Safe-Shot, haben wir ein bisschen drin und ein, zwei Tode hatten wir auch. Genau. Auch nicht falsch. Es tut mir leid, ich möchte dich damit nicht sicher irgendwie falsch schlüpfen, aber es klang gerade lustig. Weltrekord, 1 Stunde 9 Minuten 44 Sekunden. Ich weiß jetzt nicht, wie gut der Run von den beiden hier, also von Tainted und von Nico, wie gut der optimiert ist. Also kann theoretisch sogar sein, dass sie in ihrer PB auch so ein paar Probleme hatten und dass es jetzt sogar noch eine neue PB wird. Weiß ich Kann man nicht, mal kann ich bitte auf nicht. eine Sache noch eingehen, die mir gerade auch auffällt, beziehungsweise einfällt? Na? Viele Sachen, was man bei Resident Evil sagt, man ja immer, Routing ist wichtig und das richtige Timing etc. Aber darf ich mal dazu sagen, wie cool es ist, dass sogar auch noch im Koop, also zwei Menschen das perfekte Routing und alles drin haben, so richtig Teamwork und so, das ist auch eine Sache, wovor man Respekt haben sollte. Ja. Also großes Lob hier an der Stelle auch an die Runner und großen Respekt, weil ich könnte das nicht. Genau. Wobei Resident Evil 5 und 6, also die beiden Koop Resident Evils, nenne ich sie mal, die sind ja relativ linear vom Routing her, ne? Also Ja, mit 5 auf natürlich, alle aber Fälle. natürlich, das ist klar. Aber es ist ja trotzdem sehr viel Teamwork. Und gerade in so einem Ja, Speedrun ist es klar. ja noch wichtiger, wie du deine Munition aufteilst, wer schießt auf welchen Gegner, etc. Wer übernimmt welche Eben. Seite und und. Genau. Und das ist ja, also das Routing ist im Koop gar nicht so schlimm oder gar nicht so schwer, aber halt solche Sachen, so das Kämpfen.
Genau. Koordinierte Kämpfen. Die allem. Haben unendlich Ammo drin. Ja, weil sie halt auf New Game Plus sind. Das ist richtig. Sherry kämpft die ganze Zeit schon mit dem Magnum und so. Aber trotzdem ist es eine coole Sache. Man muss ja auch dazu auch noch sagen, es ist ein Unterschied, ob du einfach sagst, oh, ich habe jetzt Bock auf Training, ich trainiere jetzt meinen Run. Oder ob du erstmal einen Termin absprichst, hey, wann können wir trainieren und wann läuft das und so. Da kommt ja eine Menge auch im Hintergrund mit dazu. Ich finde das einfach cool. Ja, da kann ich nur zustimmen. Übrigens auch wieder so ein kleiner Arena-Shooter, wenn man so will. Was halt macht einen Plattform. Speedrun aus? Geschwindigkeit? Etwas, was man gern macht, so schnell wie möglich schaffen. Sprach wenig zu seiner Freundin abends im Bett. Ach, Menno. Wenn ich abends ins Bett gehen würde, also bitte. Co-op-Speedruns sind schon toll anzuschauen. Die müssen dann wirklich im Team spielen und sich gegenseitig zuspielen, um gute Ergebnisse zu ziehen. Selbst bei älteren Spielen wie Goof Troop war das schon so, ja, genau das meine ich ja halt gerade, dass dieses Teamwork mit drin ist und so. Das ist so viel eine coole Sache. Ich mag sowas. Ja, ist halt so ein Quickie Any Percent. Ja. Das wird nicht mal Any Percent. Low Percent. Obwohl, nee, 100%. Ich habe alles gegeben. War nicht viel, aber ich habe alles gegeben. Wenn Veni seine Freundin anbaggert, lehnt er sich zu ihr, hält einen Arm so neben sie, guckt sie an mit schmalen Augen. Na, willst du mal meinen Shortcut sehen? Oh Gott. Ich habe einen neuen Skip gefunden. Hoch den Rock, rin den Stock oder was? Wenn du nur ein Loch in die Hose machst, könnten wir hier sogar noch optimieren. Sachen, die man im Switchern und beim Sex sagen kann. Ja, das Routing ist nicht so toll. Ja, ey, boah, ich liebe solche Sprüche, wirklich. Oh, ich liebe sowas. Beim nächsten Mal wird sie Bibi versprochen. Boah, hatte ich letztens einen TikTok gesehen von einem, da war genau sowas auch, beziehungsweise ähnliches. Oh, wie war denn das nochmal? Haut da raus. Achso, ein guter Kumpel von mir hat letztens zu mir die Freundschaft gekündigt. Kann ich überhaupt nicht verstehen, nur weil ich an der Unterwäsche seiner Schwester geschnüffelt habe. Weiß ich nicht, was sein Problem war jetzt, ob seine Mutter dabei war oder so. Keine Ahnung, war auf jeden Fall eine komische Beerdigung. Ja, stimmt. Ich fand die so gut. Hat mir eine Freundin gezeigt, ich habe mich nicht mehr eingekriegt. Ich fand die so super. Ah, es ist schon grenzwertig. Also, ja, klar, manchmal muss schwarzer Humor sein. Ja, ja. Das ist so ein dummer Humor. Ich lieb's. Ja. Gut. Leute, was fällt euch dazu ein? Wenn wir schon dabei sind, wir sind mit dem Run gleich durch. Was kann man beim Akt und beim Speedrun sagen? Ich bin gespannt. Bringt mich zum Lachen. Wir sind übrigens schon beim Endkampf. Du hast den Timer vergessen. Wenn du am Stick schüttelst, wirst du den Hund los. Das ist übrigens ein Insider. Also den werden die meisten nicht verstehen, aber er ist sehr lustig. Für uns ist der gerade super. Genau. Wenn du falsch abbiegst, kann es zum Zopfklock kommen. Bloß kein Helipad-Tyrant. Oh Mann. So, übrigens kurzes Quicktime-Event. Oh. Ja. Ähnliches wie wir es aus Resident Evil 5 mit dem Stein kennen. Ach so, ja, stimmt. Gleich kommen wir zur großen Plattform, da findet dann schon der Schluss statt. Okay. Ich habe ein VR geschafft, genau. that never happened before, darauf hätte ich eigentlich auch kommen müssen. Oh, schön. Greetings from Germany, nee. Kauf Exomarkt Waschmaschinen. Jetzt mit Exobus. Genau. So, das ist übrigens schon der letzte Part jetzt. Gleich haben wir es geschafft. Gleich seid ihr uns los. Gleich gibt es wieder ein bisschen Niveau hier. Vielleicht. Robot?
Sei froh, dass es nicht Low Percent war. Oh Mann. Ich sehe schon, dass wir dann auch nicht auf YouTube landen. Geschieht das hier gerade automatisch oder müssen wir da... Nee, die müssen im richtigen Moment Knöpfe drücken. Okay. Siehst du manchmal aufblinken, weil die drücken so schwer, die Tasten. Ach so. Ist ja, aber halt immer, auf dem rechten Bildschirm ist der spielt halt mit Maus und Tastatur, das ist halt immer Rechtsklick, Linksklick. Mhm. Und bei Sherry ist es R2, L2. Mhm, okay. Mit Cherry wäre ich auch mal gerne eingesperrt. Okay. Muss ich schneller mag sie. Sein. Ja, also. Ich muss schneller sein. Nächstes Mal Koop. Die Zuschauer waren begeistert. Oh Mann. Warte, ich habe Werbung. Hast du wirklich? Nein, das so. Ist nur gerade noch zu den Sprüngen okay. eingefallen. Für einen Marathon war es ein guter Run. Ich mach's mit Safe Strat. Oh, oh, oh. Also die Fachkraft hat ganz genau dasselbe gedacht wie ich. Achso, ach, ich dachte, du hattest das von Fachkraft quasi vorgelesen, aber nee, so ein bisschen abgewandelt. Nee, das war wirklich gleichzeitig jetzt. Ach so, okay. Oh Mann, da kann man wirklich eine Menge Blödsinn machen. Oh ja. So. Und Time. Okay. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Das müsste, also das, was in unserem VR-Comment drin ist, müsste eigentlich Ingame-Time sein. Also ist normalerweise bei Resident Evil Runs ja immer so. Normalerweise ist die Ingame-Time ja sogar niedriger als die Real-Time, also das, was wir hier sehen. Ja, aber so viel sollte, wir werden es gleich sehen, aber... Mhm. Bin ich mal gespannt. Achso, das sind ja nur die für jetzt, die Einzelnen. Ja, das ist nur das Chapter. Genau. Das gesamte Szenario sehen wir gleich. Oder auch nicht. Wissen wir im Moment noch nicht genau, ob das eine BB ist. Weil es kann sein, dass die Ingame-Time halt ganz anders berechnet wird und dass die jetzt höher ist. Ja, dafür müssen sie einmal weiter drücken, aber... Ja, ja. Machen sie im Moment das nicht. Sherry nur ein A-Rang. Schwach. Achso, nee, Jake hat so einen A-Rang. Ich dachte, das war einer von den Sprüchen, die man bei beidem bringen kann. Ja, das ist auch. Ah. Wir können es im Moment nicht ganz sagen. Wir müssen tatsächlich, oder wir können im Moment zumindest... Ich gehe nicht davon aus, sonst hätten sie längst was gesagt. Ja gut, das stimmt auch wieder. Also, wärst du PB, dann hätte man das, glaube ich, auch angemerkt. Ja. Aber von der Zeit her, zumindest die Infos, die wir jetzt haben, da wäre es tatsächlich eine neue PB. Aber gerade im Vorfeld von solchen Events, da üben die Leute ja auch öfter mal noch, logischerweise. Und da entstehen halt auch sehr viele BBs, die wir dann natürlich noch nicht erfasst haben, einfach weil wir davon noch gar nichts wissen. Kann sein, dass sie da halt schon mal eine neue BB aufgestellt haben. Ich weiß es jetzt nicht. Also wir gehen erstmal nicht davon aus, dass es eine neue BB ist, ansonsten hätten wir es schon mitbekommen. Im Chat sehe ich davon auch nichts. Der Run war auf jeden Fall sehr gut. Wir hatten zwar kleine Stolpersteine drin, aber es ist überhaupt nicht wild. Das war trotzdem ein sehr guter Run. Hat Spaß gemacht zu sehen, das muss ich sagen. Resident Evil 6 wird sowieso viel zu selten gezeigt, finde ich, weil gerade für Koop-Runs ist das echt cool, ob man das Spiel mag oder nicht, aber für so einen Speedrun lohnt sich das immer, gerade Koop. Man sollte bei Speedruns generell nicht die Qualität an dem Spiel an sich messen. Also das ist der... Der Aufwärmrun, ich schieb ihn zweit direkt hinterher. Ach man.
Ich mag es, den Chat kaputt zu machen. Viel Spaß genau. Mit den Leuten. Mich seht dann im halben Jahr wieder, wenn ich überlebe. Nee, wir sehen dich am Samstag, glaube ich, wieder. Ah ja, Samstag ist er dann wieder, genau. Mhm. Also Samstag gibt es nochmal Captain Venikose dann auch. Ja.